Wir steigen für einen Tag zu einer organisierten mehrtägigen Fahrradtour, die zugegebenermaßen ein leicht makaberes Motto hat. Eine Fahrradtour ins Mafialand steht auf dem Programm. Da weiß man nicht, was einem mehr den Schweiß auf die Stirn treibt, die Angst oder die Höhenmeter. An einem dunstigen Morgen starten sie zu einer ganz besonderen Fahrradtour durch Palermos Hinterland. Spannung garantiert. Die norwegische Radlergruppe und ihr sizilianischer Reiseführer Hermes haben heute rund 40 Kilometer vor sich. Einer von 7 Tagen auf den Spuren der Mafia. Der sizilianische Anbieter der Tour heißt Addio Pizzo Travel. Die Organisation macht sich gegen die Zahlung von Schutzgeld in Sizilien stark und lässt auch bei ihren Reisen das Thema Mafia nicht aus. Riskant ist die Tour natürlich nicht. Denn für Touristen bleibt die sogenannte ehrenwerte Gesellschaft unsichtbar. Aber es gibt Orte zu entdecken, die durch Siziliens Mafia-Geschichte geprägt sind. Zum Beispiel das heutige Etappenziel, der Ort Corleone. Über manche schweißtreibende Steigung und durch schroffe Berglandschaften führt die Tour weit ins sizilianische Inland. Und das treibt den Aktivurlaubern sogar im Herbst den Schweiß auf die Stirn. Nach der anstrengenden Bergüberquerung ein erster Stopp in der kleinen Näherei Coppola Storta. Sie gehört zu einer Reihe von Unternehmen, die Sizilien vom Mafia-Image befreien wollen. Solche Mützen waren früher Erkennungszeichen der Mafiosi, erklärt Hermes. Hier wird ihnen der Schrecken genommen, mit kreativem Design. Sizilianische Tradition neu interpretiert und vor allem schutzgeldfrei produziert. Mittlerweile sind die Ex-Mafiosi-Mützen ein weltweiter Modeschlager. Die Radler amüsieren sich. Und nehmen gleich ein sizilianisches Andenken mit. Dann geht es weiter, entlang kaum befahrener Straßen, mit weitem Blick über die Landschaft. Reiseleiter Hermes ist vorgefahren und hat ein Picknick für seine Radler vorbereitet. Ob Tomaten, Wurst, Wein oder Brot, er hat mit Bedacht eingekauft. Alles, was wir anbieten, ist schutzgeldfrei. Kein Produzent, Unternehmer oder Hotel, mit dem wir arbeiten, zahlt Schutzgeld. Man kann also 100% sicher sein, dass kein Cent in die Taschen der Mafia wandert. Die norwegischen Radler haben aber auch andere Aspekte der Tour im Blick. Sehr schöne Aussichten. Die Straßen sind okay. Schön. Überwältigend einsam ist das Innere Siziliens. Wer Stille liebt, der ist hier richtig. Dann, mitten im braun-grauen Hügelmeer, Corleone, legendäre Hochburg der sizilianischen Mafia. Mit ihrem miserablen Ruf geht die Kleinstadt offensiv um. Der Pate und die ehrenwerte Gesellschaft locken jedes Jahr tausende Neugierige hierher. Auch die Norweger sind angekommen. Bei einer Führung hören sie von den mächtigen Mafia-Familien aus Corleone, die jahrzehntelang Sizilien beherrschten. Auf ihr Konto gehen unzählige Morde, berichtet der junge Stadtführer. Aber die Corleoneser Paten sitzen schon lange hinter Schloss und Riegel. Andere Familien an anderen Orten haben die Geschäfte übernommen. Wo bis vor 25 Jahren Toto Riina, einer der brutalsten Mafiosi, zu Hause war, befindet sich jetzt ein Mafia-Museum. Ermordete Richter, trauernde Frauen. Eine Bilderchronik erzählt von den Verbrechen der Mafia. Zumindest in Corleone ist das jetzt Geschichte. Ein Schaudern aber bleibt. Noch einmal kommt die norwegische Gruppe der Mafia ganz nah. Sie wird die Nacht auf dem konfiszierten Landgut eben jenes Paten Toto Riina aus Corleone verbringen. Das verwaltet heute die Organisation Libera Terra, freies Land. Und bietet dort Unterkunft und Essen für Touristen an.
Wein aus eigenem Anbau und Vorspeisen aus eigenem Getreide. Alles hausgemacht. Jetzt natürlich absolut mafiafrei. Die ausländischen Gäste bekommen noch viel über Sizilien und die Mafia zu hören. Aber dann folgt eine kleine Weinprobe mit angenehmeren Themen. Und ein entspannter, warmer sizilianischer Abend nimmt seinen Lauf.